Guten Morgen, guten Tag. Ja, ich weiß nicht, wenn du hier Video anschaust, kann auch Abend sein. Herzlich willkommen für die Neuabonnenten, ja, für die Neuen. Ich bin auch auf TikTok, ja, so mit Tagesbotschaft, genau. Versuche auch Tagesbotschaft überzubringen auf YouTube. Ja, ich habe vor kurzem ein Video gemacht, Kurzvideo von meinem kleinen Urlaub. Ja, es war schön zum Abschalten. Das braucht man, gell? Genau, ich mache für die Liebe. Genau, ich möchte wissen, woran du bist. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja? Alle Horoskop kommen dran. Okay? Alle. Wir beginnen mit wieder. Jetzt muss ich schauen, Entschuldigung, aber ich muss kontrollieren, ob Kamera läuft, ja, weil, ja, es ist gut. Ja, es läuft. Ich versuche ein bisschen laut zu reden, weil es ist sehr, sehr heiß, ja. Schau mal, die Kerzen hier. Sehr heiß und ich muss Ventilator, musste ich einschalten. Ich bin am Schwitzen, ja. Mein Schweiß läuft runter. Ja, es ist sehr heiß in den Tagen. Und sonst kann man immer noch also höher stellen, ja, wegen Audio, ja, zum Hören. Ich versuche gut wie möglich laut zu reden, aber ohne Ventilator schaffe ich es nicht, okay? Also, wieder, wo bist du in Sachen Liebe? September, Leute. Wir haben bald September. Genau. Wieder, was ist los bei dir? Ja? Bist du in einem Prozess, ja, eine Phase, eine Entwicklung? Hast du zu tun noch mit Vergangenes? Die Leute sagen, interessiert mich nicht Vergangenheit. Ja, aber manchmal in der Vergangenheit liegt der Schlüssel für die Zukunft. Das sage ich immer. Ja? Das sind einfach aktuelle Energien. Für alle Horoskop kommen dran. Ja? Ein bisschen Geduld. Okay? Wieder bis Fische. Okay. Was ist los? September. Bei Sache Liebe, bei wieder. Ich möchte eine Karte. Eine Karte, was ist da los? Danke. Wow. Oh mein Gott. Wahre Liebe kommt auf dich zu. Schau mal diese Karte hier. Ich muss aufstehen. Schau mal. Wieder. Muss ich so machen? Warum ist es? Hier, wahre Liebe. Oh ja, jetzt. Wahre Liebe. Wow. Kommt auf dich zu, ja? Wenn du fragst dich, kommt, ja. Wahre Liebe kommt auf dich zu. So schön in Sache Liebe. September, das kann aber länger dauern, ja? Bis 6 Monate, ja? Das muss nicht jetzt heute passieren, okay? Das sind wirklich, ich sage für September, aber es kann länger kommen, ja? Vielleicht kommt eine Zeitkarte, dann sage ich aber auch, ne, wieder. Was ist noch bei dir los? Ja? Vergangenheit. Was war da Vergangenheit? In Sache Liebe. Oh, mit Sicherheit kommt die Liebe. Schau mal das an. Und du spürst schon diese karmische Liebe, die auf dich zukommt. Schlüssel, mit Sicherheit wird dein Herz erblühen im September. Was denkst du? Was ist da los? Ja, was machst du durch? Oh, oh, oh. Das wird schon eine gute Ebene sein mit Kommunikation mit diesem jemanden. Oder man ist schon am Kommunizieren. Wow. Und du sagst, ja, das ist Volltreffer. Was ist denn unterbewusst bei dir?
Ja, es geht um dich wieder. Wir reden hier von dir. Unterbewusst. Oh, oh, man hat Angst. Du hast Angst, ja, von dieses Neues, ja. Hast du Angst? Das brauchst du nicht. Aber ich möchte noch wissen, warum du Angst hast von der wahre Liebe. Ja? Zukunft. Was ist bei dir in Zukunft? Ja? Zukunftslinie. Mhm. Neubeginn. Schau mal. Neubeginn in Sache Liebe. Mhm. Was ich hier merke für eine Gruppe, es wird nicht alle betreffen. Das ist so, das ist allgemeine Legung. Wenn etwas ist, muss ich sagen, verschiedene, ja? Neubeginn, klar, man hat, man bringt, ja, für eine Gruppe, ja, man bringt, oh, meine Finger. Entschuldigung, ich mache das unbewusst, meine Finger. Nein, Entschuldigung, ich musste grinsen. Also, mit mir selbst, ja. Dass Menschen, entweder du oder dein Gegenüber, diese neue Liebe, diese wahre Liebe, die es kommt, Kinder hat. Ja? Man bringt Kinder in der Beziehung. Für andere ist nur ein Neubeginn und für andere ist Neubeginn und eine Phase der inneren Einkehr. Dein inneres Kind ist noch in Heilung, ist in einem Prozess. Und das geht in deine Zukunftslinie. Ja? Wir reden hier nach vorne. Ja? Ich möchte hier noch eine Karte, bitte, liebes Universum, noch eine Karte. Oh, danke. Ja, eben, dieses innere Kind, die ich erzählt habe, das ist ein Prozess. Und das, ja, wird langsam, dieser Prozess, es dauert bei dir, dieses innere Kind. Diese Blockadenlösung, ja, das sehe ich als Blockadenlösung. Dein inneres Kind mit Vergangenes, ja, das ist für eine kleine Gruppe, okay, die es betrifft. Wirst du noch zu tun haben. Aber was ich hier merke, weißt du, diese neue in jemand, das Universum bringt dir der Richtige oder die Richtige, ja, allgemeine Legung, Mann oder Frau. Deute für dich auf deine Situation, okay, der heilt dich, ja. Ihr seid füreinander bestimmt. Ja, das zeigt mir hier sehr deutlich. Okay, hab keine Angst, weil das blockiert auch. Ich muss im Kontext hier lesen. Okay, aber die Wolken schwinden. Ja, das geht vorüber und das hat mit dir zu tun. Dieses innere Kind ist von deiner Seite, das hat mit dir zu tun. Nicht mit diesem neuen Mensch, ja? Es geht wirklich Hauptperson um dich. Schau mal, in diese kleine Legung hier wieder, was ich alles schon rausgenommen habe in dieser Situation, ja? Aber ich möchte wissen, Entschuldigung, ich muss Kaffee trinken, mein Kaffee ist immer kalt. Ich möchte wissen hier, was ist da los, deine innere Seele, was sagt dir deine Seele über diese Angst, was war da oder was ist da? Ja, Seelenkarte, was ist mit diesem Bewusst noch da, und, ne? Also du hast zu tun mit inneres Kind, ja, heilen, was noch, dass diese Angst, ja, Angst vor der Liebe, Angst vor der Zukunft. Was ist da? Was ich hier merke, du glaubst gar nicht, dass das dir passiert. Verstehst du? Du glaubst gar nicht. Angst. Was ist da los? Hier, Angst. Was ist da los? Wieder. Aha, Kreativität. Ja, sei... Weißt du, hier geht es wirklich um dich, ja? Hauptperson. Sei kreativ, erblühe, erwache für das Leben. Ja? Du verdienst diese wahre Liebe. Das ist wie ein Geschenk von oben, weil du es verdienst. Ja? Wenn du Gutes machst, Gutes ausstrahlst, komm zu dir zurück. Das ist ja la loi d'attraction. Das ist das Gesetz, ja? Das Karmische.
Da, verstehst du? Noch eine. Noch eine. Freundlichkeit, ja. Gönne dir was, ja. Sei kreativ, ja. Es geht wirklich um dich, ja. In dieser Phase, weil ich merke hier, dass du warst lang alleine wieder, ja. In dieser Situation, wenn es dich betrifft, wenn du hier in Resonanz bist, warst du lang alleine. Aber diese Phase und Angst vor der Zukunft, ja, wird jemand wirklich kommen, der zu mir passt, die zusammen etwas erreichen möchte, das mit mir eine ernsthafte, seriöse Partnerschaft, ja, es kommt, alles hat seine Zeit. Du musst diese Zeit für dich allein sein, das innere Kind noch heilen, die innere Einkehr. Was willst du genau? Was willst du aus dir machen? Es geht wirklich um dich hier. Nicht nur um Liebe. Ja, Legung ist schon über Liebe. Aber es geht um Hauptperson. Verstehst du? Hier. Ja, und du hast gekämpft. Ja? Du hast so gekämpft in der Vergangenheit. Das merke ich hier, Vergangenes. Ja? Aber schau mal, letzte Karte. Hier. Aber Erfolg auf ganze Linien, privat wie geschäftlich, ja. Und auch, es geht um dich, Hauptperson. Schöne Botschaften hier, ja. Ich möchte eine Ehe noch, ja. Da, Zukunft, ja. Was in Sache Liebe noch kommt. Was gibt es noch für diese Situation hier? Noch eine Botschaft, ne? Eine Karte, bitte. Eine Karte. Wieder Zukunft. Oh, die wollte raus. Vertrauen, ja? Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf. Es fordert dich, in Geduld zu üben. Weil ich merke, du möchtest, dass alles schnell kommt. Alles hat seine Zeit wieder. Ja? Alles hat seine Zeit. Und schon wieder letzte Karte. Schau mal. Du darfst ohne Angst lieben. Das ist diese Angst hier. Siehst du? Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Ja? Schöne Botschaften hier. Ja? Immer noch eine Botschaft für dich. Oh, schau mal. Schlüssel zum Herz. Ja? Schlüssel zum Herz. Öffne dich für die Liebe. Ja? Schau mal, hier ist ein Herz. Und du hast Schlüssel zum Öffnen. Ja? Es kommt gut. Aber diese Angst, ja, das musst du wirklich dich öffnen für die Liebe. Okay? Alles Gute wieder. Bye.